Arthrose ist vereinfacht gesagt eine Erkrankung des Gelenkknorpels. Wenn der Verschleiß über das normale, altersübliche Maß hinausgeht, reiben die Gelenke, also die Knochen, aneinander und verursachen Schmerzen. Die Arthrose kann, wie wir sagen, primär entstehen, ohne dass wir eine echte Ursache dafür kennen. Und auf der anderen Seite kann die Arthrose auch sekundär entstehen, das heißt, sie entsteht durch eine uns bekannte Ursache, beispielsweise wenn man eben hier im Kniegelenksbereich eine Fraktur hat, die zu einer Fehlstellung führt oder die den Gelenkknorpel bei der Fraktursetzung schon zerstört, kann es im Laufe der Zeit zu einer Arthrose kommen. Genauso ist das bei kleinen Kindern, die eine sogenannte Hüftdysplasie haben, wo also der Hüftkopf nicht exakt in der Hüftpfanne steht und die Kinder eingegipst werden müssen. Daraus kann im späteren Leben resultierend eine frühzeitige Arthrose, eine sogenannte sekundäre Arthrose entstehen. Es erkranken vordergründig ältere Frauen jenseits der Menopause, aber auch übergewichtige Menschen. Ebenso sind Rheumatiker und Menschen, die an Gicht leiden, besonders gefährdet. Arthrosen können natürlich auch berufsbedingt entstehen, beispielsweise bei Bergleuten, die eben ein Leben lang häufig kniend arbeiten mussten und Erschütterungen auf die Knie übertragen wurden. Da werden die Arthrosen sogar teilweise als Berufserkrankung anerkannt. Wenn Sie Gelenkschmerzen haben, sollten Sie Ihren Hausarzt aufsuchen. Der Hausarzt ist durchaus in der Lage, die frühen Stadien der Arthrose zu diagnostizieren und auch initial zu therapieren. Erst wenn fortgeschrittene Stadien vorhanden sind, wird der Patient zum Facharzt überwiesen. Da gibt es die Fachärzte für Orthopädie bzw. Orthopädie und Unfallchirurgie, die dann mit ihrer gesamten Technik geeignet sind, solche Dinge weiter zu diagnostizieren und zu therapieren. Begonnen wird immer mit einer konservativen Therapie. Hier spielt die Physiotherapie eine ganz entscheidende Rolle. Sie können sich hier hinlegen auf die Liege. Als erstes legen Sie sich bitte auf die Seite, auf die Betroffene. Ich möchte Ihnen jetzt eine Übung beibringen, die Sie möglichst früh immer durchführen, bevor Sie aufstehen. Das untere Bein strecken Sie und beugen Sie und das führen Sie mehrmals aktiv nacheinander durch. Ein Gelenk muss vernünftig und physiologisch normal bewegt werden. Dann ist durchaus die Arthrose in den Anfangsstadien gut zu therapieren. Besonders wichtig ist es, die Beweglichkeit des Gelenks zu erhalten. Hier gibt es geeignete Übungen, die der Patient erlernt. Weiterhin ist es wichtig, die Muskelkraft im Bein zu erhalten bzw. zu stärken. Die Übungen, die man in der Physiotherapie gelernt hat, sollte man auch zu Hause regelmäßig wiederholen. Egal ob gesundes oder erkranktes Gelenk, Bewegung ist immer gut. Richtig, jedes Gelenk lebt von der Bewegung. Gesunde Bewegung ist vernünftig, übertriebene Belastung ist unvernünftig. Bei fortgeschrittener Arthrose kann eine Schmerztherapie lindernd mithelfen. In späteren Stadien kommen invasivere Methoden zum Einsatz. Man kann in die Gelenke hinein spritzen, das hilft manchmal. Man kann Gelenkspiegelungen, bei den großen Gelenken zumindest, durchführen, Schultergelenk, Ellenbogengelenk, Handgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk. Das geht bei den kleineren Gelenken eher nicht. Und am Ende der Behandlungskette stehen natürlich dann auch prothetische Versorgungen, das heißt Kunstgelenke können eingesetzt werden. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Kunstgelenken. In der Bevölkerung natürlich vordergründig bekannt ist der Gelenkersatz im Bereich des Hüftgelenks. Ich habe hier ein Modell mit, wo also Hüftkopf und Pfanne ersetzt sind und die Arthrose damit therapiert wird. Egal ob Hüft-, Knie-, Sprung- oder Schultergelenke, auch ein Gelenkersatz hält nicht ewig. Das eigene Gelenk hält kein ganzes Leben und das Kunstgelenk hält auch kein ganzes Leben. Die sogenannte Standzeit bei den Kunstgelenken beträgt bei modernen Hüft- und Kniegelenken in der heutigen Zeit etwa 20 Jahre. Aber wir sehen natürlich auch Ausreißer nach unten, dass bereits nach 5 bis 10 Jahren dann eine Wechseloperation erfolgen muss. Und das ist dann schon ein sehr erheblicher Eingriff für den Patienten. Deshalb sollten Sie frühzeitig etwas tun.
Mit einer gesunden Lebensweise kann man auch einer Arthrose entgegenwirken. Vermeiden Sie Übergewicht. Jedes Kilo zu viel verstärkt die Beanspruchung der Gelenke. Bewegen Sie sich, treiben Sie Sport, aber übertreiben Sie dabei nicht. Ein gesundes Maß ist von Vorteil. Wenn Sie sich eingehender über das Thema Arthrose informieren möchten, viele Kliniken bieten Informationsveranstaltungen an. Dort werden die Patienten vor Ort allgemein über die Möglichkeiten der Arthrosetherapie informiert. Also denken Sie daran, auch hier gelten die alten Volksweisheiten: Wer rastet, der rostet. Und vorbeugen ist besser als heilen.